So, hierhin kehren wir dann gleich nochmal zurück, denn wir müssen ja dann hier durchtreten. Jetzt aber erstmal hin zur einsamen Hütte. Und jetzt spielen wir mit. Hey, rate mal. Was? Ich glaube, ich spiele doch mit. Na gut, wunderbar. Kennst du die Regeln? Ich denke, ich habe das Wesentliche verstanden. Nimm Platz. Steck ihn ein, jawohl. Wie er erstmal gezögert hatte. Ich habe hier einen freien Charakter für dich. Da steht, dass ich ein Journalist bin, der Computerspiele testet und bewertet. Wer macht denn sowas? Ja, ein Computer ist so eine Art magischer Kasten. Ich weiß, ich arbeite also für eine PC-Spiele-Zeitschrift? Genau, du hast kein bisschen Humor. Hey, rede nicht in diesem Ton mit mir. Das ist sehr schön. Ich meine doch deinen Charakter. Ach so, du meinst, dass ich einem Spiel 64% gebe, nur weil es nicht von einem kalifornischen Hersteller ist? Ich sehe, du hast das Grundprinzip begriffen. Okay, wo fangen wir an? Wir befinden uns gerade mitten in einem Kampf. Dem kann ich aber nicht zustimmen. Keine Panik, ich habe gerade die Kettensäge gefunden. Du hast keine Kettensäge. Was ist überhaupt eine Kettensäge? Eine Kette? Bla bla bla. Können wir jetzt endlich anfangen? Okay, jeder möge seine Würfel werfen. Sieben. Mist. Na typisch. Gegen wen oder was kämpfen wir? Habe ich das nicht gesagt? Nein. Gegen einen Dekorateur der vierten Stufe. Ah! Oh, Verzeihung. War gerade etwas abgelenkt. Ja, ein Dekorateur der vierten Stufe. Oh mein Gott. Welch Glück, dass wir ein Dekorateur werden müssen. Den können wir doch looten, nicht wahr? Was ist an so einem so fürchterlich? Die können unbegrenzt viele Tassen Kaffee trinken. Und sind deshalb nur sehr schwer zu besiegen. Was machen wir jetzt? Simon muss erst einmal würfeln. Na dann, auf geht's. Okay. Oh, warte mal. Los geht's. Das war nicht das Richtige. Ich muss noch meine eigenen Würfel nehmen. Zehn. Ist das gut? Ich fürchte nicht. Ihr verliert alle zwei Lebenspunkte. Rollt die Würfel. Hallo, 10 von 12? Sechs. Acht. Acht. Reicht nicht. Jetzt hängt alles von seinen ab. Na gut, dann würde ich sagen, nehme ich doch mal meine eigenen Würfel. Was dagegen, wenn ich meine eigenen Würfel nehme? Natürlich. Natürlich habe ich was dagegen. So ein Glück! Du hast ihn getroffen. Würfel jetzt noch einmal für den Schaden. Schon wieder 12! Er flüchtet. Gut gemacht. Toll! Und du musstest ihn noch nicht einmal töten. Simon bekommt das hier dafür. Was ist das? Der Musterkatalog, den der Dekorateur zurückgelassen hat. Oh, wie praktisch! Großartiges Loot! Okay, Jungs, was macht ihr jetzt? Aufhören! Lass uns diesen Ort absuchen und alles mitgehen lassen, was wertvoll ist! Das wäre aber falsch und unmoralisch. Vielleicht steht hier ja ein neues Modem herum. Ich unterbreche euch nur ungern, doch ich muss jetzt leider gehen. Ich würde ja sagen, dass es mir eine Freude war, doch dem war leider nicht so. Ich schätze, wir werden auch ohne dich zurechtkommen. Ja gut, damit haben wir das hier erfolgreich hinter uns gebracht. Wir haben bei, wie war's, Büros und Buchhalter oder so, einen Musterkatalog gewonnen.
weil wir ein Dekorateurblatt gemacht haben. Bestes Loot aller Zeiten. Ein Katalog mit schlüpfrigen Wand-Pin-Ups. Yay. Gut, und mit dem werden wir uns dann jetzt mal so schnell wie möglich hin zu den Wasserspeiern begeben, denn jetzt kommen wir endlich rein mit unserer tollen Tarnung als Dekorateur. Ist das nicht großartig? Hier drüben ist mittlerweile Ruhe. Die haben sich jetzt niedergelegt, sind wahrscheinlich beide K.O., tot, unpässlich, schlafend, komatös, ich weiß es nicht. Und wir schauen nochmal bei den Schweinchen vorbei. Hast du den Katalog? Ja! Ich habe ihn hier. Nun, ich schätze, du kannst eintreten. Na, das hoffe ich doch. Du findest den Boss die Stufen hoch in seinem Labor. Verlauf dich nicht, hörst du? Okay. Wie weit wird er kommen? Ich schätze so um die 20 Meter. Glaubst du, der Boss überlässt uns seine Kniescheiben? Wir sind drin in der Festung, aus der wir vorhin noch geflohen sind und ja, davon geht's weiter. Allerdings gibt es da ein Problem, wenn wir nach vorn weitergehen. Und das sieht so aus. Jedes Mal dasselbe Spiel. Ja, Simon ist ein wenig zerfallen, weil unser Freund so ausnehmend hübsch ist, dass er von dessen Erscheinung geblendet wurde. Ich finde übrigens süß, er hat alles mögliche tausendfach, aber Schweineschwanz gibt es nur einmal. Gut, wir setzen uns mal wieder zusammen. Bitte friss mich nicht, Herr Biest. Ich habe eine Frau und 5 Kinder. Außerdem schmecke ich überhaupt nicht gut. Lass mich leben, bitte. Halt mal die Luft an, ja. Du meinst, du willst mich nicht auffressen? Vielleicht. Wir unaussprechliche Schrecken sind wie die Leute von der Steuer. Jeder hasst uns. Dabei machen wir nur unseren Job. Meine Mutter sagte immer, das Leben ist ein Schokoladenkeks. Ich weiß allerdings bis heute nicht, was sie damit gemeint hat. Es ist schön, mal mit jemandem zu reden. Ich meine jemand, der nicht gleich schreit, stirb, Höllenbrute. Es ist auch ein Satz, der unglaublich in meinem Kopf hängen geblieben ist. Dieses Stirbellenbruder. Ich glaube, das habe ich auch schon ein paar Mal in irgendwelchen Spielen mit erwähnt. Also einfach mit genutzt, den Satz. Weil der so in meinem Kopf mit drin ist, dass ich weiß auch nicht. Vor allen Dingen dieses hinten dran finde ich wunderschön. Stirbellenbruder. Ja. Und dann springen sie vor mir herum und wedeln mit einem Schwert. Es wirkt immer etwas klischeehaft auf mich. Gut, ja, er braucht bestimmt viel Zahnpasta, das glaube ich gern. Du brauchst bestimmt einen Haufen Zahnpasta, oder? Und Zahnseide. Du glaubst gar nicht, was für Ausgaben das sind. Dabei ist Zahnpflege gerade in meinem Beruf so wichtig. Ja, in der Branche muss man schon ein gutes Mäulchen haben, nicht wahr? Was genau ist denn dein Job? Es gibt für uns unaussprechliche Schrecken keine große Auswahl. Dabei wollte ich immer Feuerwehrmann werden. Nun bin ich der Chef der Sicherheitsabteilung. Chef der Sicherheitsabteilung? Ich fresse jeden, der versucht, hier durchzugehen. Oh. Ja, also ich stelle mir ihn in einem Feuerwehrkostümchen, in der Feuerwehruniform schon ziemlich sexy vor, muss ich sagen. Es war schön, mit dir zu plaudern. Und tschüss. Danke, dass du vorbeigeschaut hast. Ja, sehr gern doch. Mein Name ist übrigens der Unaussprechliche. Nee, verrückt.
Ich würde dir ja eine Hand zum Abschied reichen, aber ich habe keine. Ich mag ihn. Ich mag ihn total. Gut, er ist ein total sympathischer Kerl, muss ich sagen. Er hat halt nur ein bisschen Pech gehabt, als die Natur Arme und Beine und Augen und Münder vergeben hat. Er hat ein bisschen zu oft zugegriffen, würde ich sagen. Diesen Gobelin nehmen wir mit. Ich habe noch nie nachgeguckt, ob das wirklich ein Wort für einen Wandteppich ist. Ich fand das immer ziemlich verwirrend, weil... Na komm, rupf ab das Ding. Den stecken wir uns mal ein. Weil eben diese sprachliche Nähe zum Goblin besteht. Ich nehme mal an, das wird auch so gewollt sein. Hier drinnen stinkt wirklich ekelhaft. Das liegt an dem Herrn, der hier drüben in der Tretmühle hängt. So, und wir wollen aber mal, der ist nämlich tüchtig am Schwitzen. Ich weiß gar nicht, ob das so einfach jetzt schon geht, doch ich glaube, ne? Wir müssen den Wandteppich mit dem Schweiß benutzen. Wir werden gleich noch sehen, wieso. So, und wir müssen ebenfalls diesen Hebel umlegen, um es etwas finsterer zu machen. Okay. Hey, wer hat den Sack über meinen Kopf gestülpt? Ich weiß nicht. Gut, geh mal wieder raus. So, jetzt ist es natürlich jetzt etwas dunkler geworden. Das Problem ist, wir müssen irgendwie an dem Unaussprechlichen vorbeikommen. Und ja, der sieht uns, ne? Lässt uns da natürlich nicht durch. Jetzt ist es dunkel, wir gehen mal in den Gang und schauen mal, was passiert, ob wir schon durchkommen. Wir könnten es uns denken, nein. Ich höre einen Zauberer. Ich wollte eigentlich nur... Ich dachte, ich hätte dir gesagt, dass ich dich fresse, wenn du das versuchst. Glück für dich, dass mir mein American Dressing ausgegangen ist. Woher wusstest du, dass ich hier bin? Ich habe 47 Ohren. Klingt einleuchtend. Tja, er hat Ohren, er hat Augen und er hat Nasen. Die Augen haben wir ausgeschaltet mit der Dunkelheit. Den Wandteppich habe ich deshalb mit Goblin-Schweiß getränkt, weil er, ja, unseren Duft ein wenig verändert. Jetzt stinken wir halt auch nach Goblin, ne? Und nicht mehr nach Zauberer. Jetzt haben wir nur noch das Problem, wir klingen noch wie ein Zauberer, wenn wir laufen. Und da gibt es, ja, mal wieder eine etwas abstruse Art und Weise, der ganzen Sache Abhilfe zu schaffen. Wir tragen das Hündchen. Du glaubst nicht wirklich, dass das funktioniert, oder? Doch, das funktioniert auch. Eigentlich zumindest. Geh noch mal hier rein, ich glaube, hier drinnen können wir es tragen erst. So, trage bitte das Hündchen. Was für eine verrückte Idee. Dennoch, ich werde es mal ausprobieren. Ja, es ist verrückt. Aber Simon hat eine Idee, wie wir das umsetzen können. Ich werde ihn erstmal ein bisschen verzaubern. Ja. Und es fällt natürlich auch überhaupt nicht auf, wenn er hier quatscht, während das Vieh nebenan steht. Nun, jetzt haben wir Hundepantoffeln. Tut mir natürlich leid für den Rollenspieler, der jetzt in Schuhe verwandelt wurde, aber so spielt das Leben eben manchmal. Da machst du nix an bei einem Rollenspiel mit und plötzlich bist du ein Hundepantoffel. Was ist denn das für ein Geruch? Oh, ich muss den Wandteppich noch tragen, glaube ich. Ich rieche nichts. Oh, du schon. Ach, wieder. Ja, ich weiß wieder. Woher wusstest du, dass ich hier bin? Nun, hier stinkt es für gewöhnlich immer nur nach Goblin. Ein fremder Geruch sticht mir deshalb sofort in die Nase. Ah, verstehe. Und tschüss. Gut. Ja, das haben wir natürlich vergessen. Beziehungsweise ich habe das vergessen. Wir können den Wandteppich nicht einfach so mit uns herumtragen, sondern wir müssen uns besprühen mit dem Schweiß. Den Schweiß haben wir aufgenommen mit dem Wandteppich. Und dafür ist die Sprayflasche da. Ich habe den Schweiß in die Flasche gefüllt. Dankeschön. So, nun gehen wir nochmal rein. Und bereiten uns nochmal vor. So, trage den Schweiß. Was für eine bizarre Idee. Oder benutze die Schweißflasche, die Sprayflasche. Machen wir es vielleicht so. Ein Traum.
Gut, und jetzt darfst du die Pantoffel tragen und dann sollten wir durchkommen. Hinein, Simon! Es klappt! Warte mal kurz, ich ziehe diese blöden Schuhe wieder auf.